Ja, die Feuerwehr Norden wurde heute am Sonntag gegen Mittag zu einem Gefahrguteinsatz gerufen. Vermutet waren Gefahrstoffe in einer Wohnung. Wir haben dafür die Feuerwehr Norden mit Vollalarm ausgelöst und dazu den Gerätewagen Gefahrgut aus Sandhorst, die mit Spezialmesstechnik ausgerüstet sind, und haben dann unter schweren Atemschutz und Chemikalienschutzanzug die Wohnung betreten, Messungen durchgeführt, konnten aber die vermutete Gefahr nicht bestätigen und haben keine Feststellung machen können. Ja, also hier wurden auch mehrere Tiere im Gebäude vermutet. Schlussendlich ist es auch so gewesen, dass wir Katzen im Haus gefunden haben, wo dann auch eine gewisse Geruchsbelästigung durch entstanden ist, will ich mal so sagen. Und das war dann auch der Grund für den Einsatz. Ja, wir konnten in der Wohnung insgesamt 4 Katzen finden, haben diese ins Freie verbracht, in Tierboxen gebracht und eine Tierärztin dazu beordert, die sich die Tiere anguckt und ins Tierheim mitnimmt.